Die Nanotechnologie. Neben vielen etablierten Anwendungsgebieten wie der Halbleiterindustrie, Zusätze für Autolacke oder Kosmetika, wird ein Bereich immer wichtiger: die personalisierte Medizin. Nanopartikel werden zu Transportvehikeln, bringen Medikamente dorthin, wo sie gebraucht werden. Unser Forschungsschwerpunkt: die Entwicklung von biofunktionalisierten Nanopartikeln in der Tumordiagnostik. Unter Einsatz bestimmter Syntheseverfahren, die sich in verschiedenen Parametern wie Temperatur oder pH-Wert unterscheiden, können maßgeschneiderte Nanoteilchen hergestellt werden. Entscheidend für den medizinischen Einsatz: nur extrem kleine Teilchen können sich ungehindert im Körper verteilen und die Tumorzellen erreichen. Indem wir die Oberfläche der Nanopartikel mit reaktiven Gruppen modifizieren, können wir spezifische Sonden und zielsuchende Moleküle anbringen. Für die Diagnostik- und Therapiekontrolle eignen sich beispielsweise Radiometalle. Damit können wir bildgebende Verfahren anwenden, wie die Positronenemissionstomographie. Für die Anwendung am Menschen sind eine Reihe von Voruntersuchungen notwendig. Zunächst werden In-vitro-Versuche mit Tumorzellen durchgeführt. Danach folgen Untersuchungen am Tiermodell, wie hier an Mäusen. Diesen werden tumorspezifische Nanopartikel appliziert. Der Transport der Partikel erfolgt idealerweise über den Blutkreislauf zum Tumor. Auch wenn es bis zu der Zulassung von personalisierten Arzneimitteln für Menschen meist ein weiter Weg ist, es ist ein Forschungsansatz, der Hoffnung macht.